Hallo und herzlich willkommen zu den Videoanleitungen von Partyversand. Heute zeigen wir Ihnen, wie man richtig mit Flexformen arbeitet und wie man ein Baby aus Fondant modellieren kann. Dazu benötigen Sie folgende Materialien: Flexform Baby, Kokosfett, Pastenfarbe Bernstein, Pastenfarbe Erdbeerrot, essbarer Kleber, Zahnstocher, Einmalhandschuhe, Blütenpaste, Rollfondant Premium Plus, Marzipanmesser, Ausrollholz, Schablone, Hemdchen und Windel, Kreisausstecher, Schaumstoffpad, Blumenausstecher, Balltool, zwei kleine Pinsel, Modellierrädchen. Fetten Sie die Form dünn mit Kokosfett ein. Ziehen Sie sich nun die Einmalhandschuhe an und vermischen Sie 30 Gramm Blütenpaste und 30 Gramm Rollfondant Premium Plus. Nun färben Sie diese Masse mit Bernstein und Erdbeerrot in den gewünschten Farbton ein. Formen Sie aus der Masse eine Kugel mit einer glatten Oberfläche. Rollen Sie die Kugel zu einem Strang, sodass die Flexform ausgefüllt werden kann. Drücken Sie die Masse nun kräftig in die Form und schneiden Sie den Überstand mit dem Marzipanmesser ab. Stellen Sie die Form für mindestens eine Stunde in das Gefrierfach. Anschließend lässt sich das Baby sehr leicht aus der Form lösen. Lassen Sie die Figur mindestens 24 Stunden aushärten. Für das Hemdchen und die Mütze rollen Sie die eingefärbte Modelliermasse aus und schneiden diese mit Hilfe der Schablone zu. Stechen Sie einen Kreis aus und formen Sie drei kleine Kugeln für die Blüte der Mütze. Rollen Sie nun die übrige weiße Modelliermasse aus. Schneiden Sie daraus die Windel und stechen Sie die Blüten aus. Streichen Sie das Baby dünn mit essbarem Kleber ein und arbeiten Sie das Hemdchen und die Windel mit Hilfe des Pinsels an. Dünnen Sie den Rand des Kreises mit Hilfe des Balltools auf dem Schaumstoffpad aus, indem Sie das Werkzeug halb auf dem Pad und halb auf dem Kreis bewegen, die Mitte rund ausdünnen. Befestigen Sie die Mütze wieder mit Pinsel und Kleber. Prägen Sie nun eine Ziernaht mit Hilfe des Modellierrädchens. Abschließend kleben Sie die rosafarbene Kugel in die Blüte und befestigen diese auf der Mütze. Variieren Sie die Dekoration nach Ihren Vorstellungen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die verschiedenen Flexformen mit ihren vielen Motiven bieten eine riesige Auswahl beim Dekorieren Ihrer Torte. Ganz ohne Flexformen können Sie die Torte mit Rüschen verzieren. Eine ausführliche Anleitung für Rüschen finden Sie in unserem nächsten Video. Partyversand wünscht viel Spaß beim Ausprobieren.